der nächste geschmeidige Raum. Was ist das? Irgendwo ist einer. Da, nee, da, da ist einer. Oh, ey, bitte! Der sieht aber auch süß aus. Aber der macht nicht so viel Schaden. Was ist das? Der ist nicht. Auch. Hau den. Wie viel hat man? Diese Drecksfee machen wie das, was ich will. Das hast du doch gerade. Ja. Richtig Reihenfolge. Erst anvisieren, dann hoch. Mach ich! Ja. Aber anvisieren, wenn du es sagst. Mach ich! Okay. Wichtig ist, die Dekonus einsetzen. Versteht das Spiel ist einfach nicht. Ist noch gar nicht. Warum? Vorsicht, ich hab irgendwas liegen lassen. Okay, raus da wohl. Ah, das ist der. Wie ist der? Ich erinnere mich gut an den. Aber ich weiß nicht, was der macht. Also er ist eigentlich nur dieses kleine Vieh. Ja, eben. Er verhandelt sich halt in den großen Typen, wenn der. Warum kann ich mir jetzt nicht was von der blöden Fee anhören? Weil ich zu dem nichts mehr weiß. Andi, du kannst den mal nicht mit dem Enterhaken wieder ranziehen, wenn es bei dir läuft. Ja, aber jetzt wird er wieder groß. Das ist wieder geil. Da rauf. Ich meine, du kannst sie mit dem Enterhaken rausziehen, Andi, aus dem Scheiß. Letzten Enterhaken einsetzen. Mehr als diese behinderte Fee, ne? Ich würde mich in ihn bestellen. Sieht doch die ganze Zeit aus wie rum. So, und jetzt guck, dass du einen Anwesen kriegst und da halt auch gedrückt halt und dann mit dem Enterhaken raufballern. Das ist zunächst eine Flammenrüstung. So, jetzt. Mach ich! Wenn du das so mitmachst, dann funktioniert das auch. Okay, das klappt doch nicht. Dann empfehlen wir Sprengstoff. Ist ja eben auch irgendwie da rausgekommen. Du hast ihn getroffen, glaube ich. Oder befreien. Ja, mit Feuer. Lass das mal anbrechen, Andi. Das bleibt nicht anbrechen. Nee, das geht zu weit weg. Dann halt links das Schild vor. Das kannst du auch machen, ohne dass du anbrechen bist, ja. Oder bleibst du in der Mitte stehen. Da. Kannst du halt links nicht teilen? Jetzt Beine, Bogen, irgendwas. Ich meine, dass der Pfeil nicht rausziehbar. Es gibt auf jeden Fall einige. Das ist eine Pfeile. Also Komma, Pfeile. Warum visiert die? Weil du zu weit weg bist, wenn du ganz am Rand stehst. Bleib in der Mitte stehen. Ganz in der Mitte an dem Block. Dann bist du auch nicht im Weg. Ja, hoch, wenn du im Weg. Und wenn du es jetzt einmal hast, dann einfach gut halten. Dann wartest du, bis er wieder hochkommt. Und jetzt. Okay, das ist auch nicht. Jetzt. Enterhaken oder Bombe? Bombe. Jetzt ist aber einfach nichts für dich. Das ist doch okay. Dekonus! Meistens ist es die Dekonus. Wie hast du den gerade rausbekommen, Anni? Weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Sehr einfach Schild tatsächlich. Ich komplett nicht klar. Vielleicht ist es die Wirbelklinge, weil die ist es immer. Versuch es wert, du kannst ja die Wirbelklinge aufgeladen lassen. Ich stell dich direkt an den Felsen, also an den. Genau, wenn der jetzt vorbeikommt, dann drehst du dich. Ja, kann man nicht mehr. Ja, aber vielleicht reicht es nicht zu treffen, weißt du, weil er dann so knapp an den Kurven vorbeigeht. Eine Bombe da hinlegen und legen. Ansonsten wäre echt meine einzige Überlegung, dass du den mit dem Enterhaken versuchen musst zu treffen, während er noch da gegangen ist und wenn er sich umstreht, weißt du. Und
da kannst du ihn jetzt schlagen, wenn er sich dreht. Bleib stehen, wenn er anfängt, stehen zu bleiben. Halt ihn einfach nur an, wie es hier ist. Du musst einfach das festhalten. Wenn du stehen bleibst, mal den Enter. Nur einmal kurz. Du musst es so ganz oft hintereinander, weil dann musst du nicht mehr an. Willst du da hingehen? Und dann setzen. Nein. Doch, doch jetzt! Ja, das geht bei ihm drehen nicht. Andersrum noch. Dann ja, das um andere. Ah, nee, wieder einer am Geigen. Ich hinterher laufen. Jetzt. Ja. Ja, genau. Und jetzt die andere Seite. Andere Seite sein. Ah, okay, ja, jetzt muss er wieder. Jetzt muss er analysieren. Jetzt kommen wir mal weg. Jetzt. Fernkampf, ey, mein Gemüse. Ja, wenn ihr die Damage von ihm eben gemacht hättet, dann wäre er das wäre dann schon das Ende gewesen. Dann verreckt das scheiß Vieh. Jetzt noch nicht. Dann müssen wir jetzt mal die Milch noch aus. Ein Schluck haben wir ja noch. Wie geht dieser Dreckstempel so weiter? Ich weiß, stimmt. Wir kennen ihn ja auch nicht. Die wird noch besser, ey. Ich mein schon. Wenn die erstmal da klingen kommt. Das war dann nicht das. Der ist gerade aus dem Drehen. Das war Wasserkämpfer. Aber andererseits kann es gut sein, dass es da oben ist. Oh, da ist auch ein Feuer. Ja. Ja, jetzt ist der blau. Und der blaue ist Feuer. Ja, das ist doppelt stark oder so ein Scheiß. Ja. Ah, der wird ein guter sein, deswegen. Okay, die tun ziemlich spurig gegeben. Also, spurig. So. Ich war wieder. Oh, unser Dolch. Okay. Hallo, Mädchen. Ich hab dich hinterherlaufen. Da kannst du nicht verlieren, wenn du hinterherläufst. Oh, nö! Ja, der ist halt auch schon, echt? Aber also, ist ja schon halb tot, der macht ja schon hier sein blaues Feuer. Das wird grün. Ah, was sagt ihr? Einfach was kann. Ah, grünes Feuer, das ist ja traurig. Wir wollen doch alle grünes Feuer. Da ist er wieder. Komm ran. Aber analysieren drauf noch. Wir müssen aggressiv auf den. Aber ist der so ein Retter? Unheimlich. Wie viel kann der ab? Jetzt ist er erledigt. Oh, ratzfatz! Siehste, ratzfatz war der kleine Gegner. Kurzer Zwischengegner. Ja. Und der große Schlüssel. Na, Karte oder sowas. Wäre mal gut. Kompass. Das hat mich sehr gut gemacht. Sehr erfolgreich. Der Hammer. Der Stahlhammer, da ist er schon. Nice. Dafür brauchst du beide Hände. Schwein. Dieser Hammer. Da, benutz mal. Da geht richtig was mit. Bitte? Ja, setz mal ein. Bam. Gut, wa? Nicht schlecht. Also, komm mal. Ernsthaft? Wenn du damit Gegner triffst, der ist aber... Ist er nicht. Der ist Wickelnagel. Wenn du den triffst, ich glaube, wenn du den Visierungstropf anhältst, schickt er seitwärts. Wenn wir seitwärts gehen, oder? Ich weiß es nicht mehr, irgendwie so, ja. Also anvisieren und dann seitwärts gehen und dann rechts, ja. So kriegst du jetzt diese Säule weggeschlagen, von der ich vorhin sprach.
Jetzt gehen wir erstmal weiter. Der geht hier noch vorne. Geht noch was? Nee, ich meine nicht. Ich meine, da kommt jetzt noch so ein Gegner. Ich hier durch? Hm? Ich meine auch, da kommt noch mehr so Spaß, Freunde. Da. Oh, kennst du den? Das ist ein verrosteter Knopf. Der scheint, er sieht verrostet aus. Der musste draufhauen. Vielleicht mit ein bisschen Kraft. Nicht schlecht. Oh, kann ich auch. Der ist voll nicht schmecken, ne? Die Qualen haben ein Ende, ich bin frei. Ah, sicher hat Aronia dich um Hilfe gebeten. Du hast etwas bei mir gut. Was eh nicht. Hilf Aronia. Und jö. Doch, aber du weißt nicht, dass du hier sitzt, weil du siehst genauso aus wie Alana. Ja, eben. Und noch eine Kiste. Also jetzt geht's ab. Jetzt gibt's hier ein traumhaftes Teil nach dem anderen. Hier kommt was. Was hast du gesagt? Kompass. Macht Sinn, ne? Ja, früher gab es die noch öfters mal vor der Karte. Das ist aber blöd. Dann hat es aber immer nur so gehört, wenn halt im Raum Schatz war. Da! Der ist nicht so groß. Hat nur 1,3 Millionen Haken. Also ja, aber in jeder Etage ist fast nur 2-3 Räume. Eben. Weiter geht's. Sind zwar recht groß. Nee, geh doch da auch wieder raus. Wir jetzt nicht den Weg zurückgehen. Einmal Richtung an. Ja. Nachher ist irgendeiner von den Gegnern wieder da. Ja. Könnte. Das wäre doch optimal, dann kann man hier noch mal ein bisschen. Muss mal gucken, ob da noch ein bisschen Magie drin ist. Da gibt's ja wieder was. Oder die sind einfach wieder leer. Die sind einfach wieder. Das haben die auch irgendwie geändert, ne? Da war doch sonst auch nicht so. Ich muss so einen Raum verlassen, wieder neu reinkommen und dann waren die Kuh wieder. Du musst den Tempel wieder verlassen. Ich meine auch, dass die dann werden. Du musst den Tempel verlassen und schnell in den Tempel neu reinziehen. Also die Zeit aber nicht. Die Zeit hat doch keiner. Jo, auch drauf und das scheiße. Ja, nee, sind nicht dran. Ja, genau. Okay, ja, oder bevor die Seite hauen. Ach ja. Draufschlagen. Hauptsache weg. Auf die Tür. Und? Oh, ein kleiner, gemütlicher Raum mit viel Feuer. Der sieht echt gemütlich aus. Ich würde mal über die Kugel gehen. Aber vielleicht brennt die? Nee, ich glaube, die brennt halt nicht. Da fahren Blöcke durch die Gegend. Da fahren nur Roman Schlüssel. Also mal gucken, wo so ein Block hinfährt. Ja, aber die obere ist zu. Echt? Ach ja, da ist ein Gitter vor. Ja, ich sehe. Aber eine Fackel. Aber eine Fackel. Und da sind auch zwei Fackel. Da kann man auch rüber springen, wenn man ganz mutig ist. Wie würden sonst denn? Über das Fahrding da, mit euch mal so hin und her. Aber du kannst auch da versuchen, was zu springen. Im schlimmsten Fall fällst du in die Lava und musst da hochgehen. Ich gar nicht so dramatisch in der Lava, ne? Das ist nicht so der Feuer für mich. Gehen wir da rüber. Mal Aleo. Wieder weiter. Oh, 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 oh. Ja, das ist das Beste. Wenn die Dinger mal aus Versehen kaputt gehen. So, ich glaube, du kriegst gleich Feuerpfeile. Nee, ich meine, die kriegst du unabhängig vom Tempel. Ich meine, die kriegst du im Hyliasee auf der. Musstest du nicht mit dem Feuerpfeil die Sonne anschießen, damit das Wasser. Nee, das Wasser war schon weg, meine ich. Oder? Achso. Feuerpfeil auf die Sonne schießen, das kann ich auch. Guck mal, ich mache das. Die Qualen haben ein Ende, ich bin frei, danke. Lass mich dein Geheimnis anvertrauen. Oha. Ende, die du mit dem Relikt der Geruch zerstören kannst, klingen wohl. Nein, was? Der ist doch verrückt. Das muss ich aber jetzt nicht, dass wir hier nicht schlafen konnten. Der soll mich bocken. Ist das Relikt der Geruhen zu treffen? Ja. Wo meint er damit jetzt den Hammer? Hammer meint er, oder? Nee, der meint die. Das Relikt der Geruhen war, meine ich, die Bomben. War das nicht der Hammer? Ich meine nicht. Das hat er eben damit gesagt, das geheime Artefakt oder so, ne? Nee, das Relikt der
Stelle schon gesagt. Ja. Egal. Im Zweifelsfall immer Bomben. Aber eben, man nimmt doch immer Bomben. Mal richtig belohnt hier. Ich finde auch. Kann man nicht, ne? Oder ist da oben irgendwie so ein Schießpunkt, so ein Brandschießpunkt? Fangen an. Kommt man da wahrscheinlich nur irgendwann zurück. Gut. Wo jetzt hin? Guck mal, geht zurück. Aber denk dran, geradeaus, das Ding geht unter. Dann direkt weiter geradeaus. Ja. Ja. Und dann? Und dann weiter. So, dann kommst du zu der Tür. Mach doch erstmal den Schritt. Dann ist das einfacher, dir die nächsten zu zeigen. Jetzt links? Oder auf. Nee, den geradeaus ist doch noch besser, oder? Von da aus wieder weiter. Da oben, ne? Da muss ich schießen. Ja, kommst du, müssen wir zurück auf die. Ja. Kaputt, kaputt, kaputt. Kannst du da weiter? Oder von da aus direkt auf diesen hin und her fahrenden Block dann drauf. Ja, nee, ich meine ja von dem Block auf den fahrenden Block und dann da übers Feuer. So meinte ich eigentlich. Ich glaube nicht, dass du da so einfach hochgehen kannst. Weil kannst du es mal versuchen. So, brauchst du nicht. Wunderbar. So, dann springst du am besten von dem Block, der da so am Boden wackelt ist. Du rennst einfach gegen den Block und kassierst den einen Schaden. Ja. Nur ich weiß nicht, ob du von da aus übers Feuer springen kannst, der da so hin und her fährt. Aber du kannst vielleicht die Fackel auf der anderen Seite anzünden. Durch das Feuer. Ich bin nämlich immer noch der Meinung, dass das so ging. Er hat nur den richtigen Winkel vor ihm nicht. Aber der ist besser. Nee. Aber vielleicht hätte ich von unten vor ihm schießen können. Ich habe nur die Fackel eben so angezündet. Ah nee, das war mit einem anderen Fackel. Das war mit einer anderen Fackel. Genau, eine Fackel, die schon brennt. Nee, die brennt nicht. Wahlweise kannst du es immer noch probieren, ob du nicht überspringen kannst. Springen. Aber ich glaube. Wo? Nach links. Oder ist da irgendwas im Rauchhangel noch? So viel Schaden kriegt man nicht, wenn man es probiert. Einfach mal machen. Schauen wir mal hin. Wahlweise habe ich noch eine andere Idee. Der Corona hat die vielleicht das mit der Wand vorher nicht umsonst erzählt. Vielleicht wäre es in dem Raum schon gewesen. Komme ich da überhaupt weiter? Ja, wenn er nicht über das Feuer kommt, ist er nicht. Ach man, oh. Ja, geht einfach mal weiter. Dann müssen wir da drauf. Dann müssen wir da was weiter auf das Ding. Okay, kommt man nicht. Auch gut. Ja. Gucken, ob der Weg einen da irgendwo hochführt. Irgendwo hier in dem Raum muss ja dann noch ein Schlüssel sein. Dann ist er jetzt ja gerade noch hier reingekommen. Ich sag ja, wahlweise noch mal zu dem Raum, wo der Gerode gerade noch zurückgeht. Oder hier direkt. Aber da war doch nur das eine Viech noch. Ja, aber der hat dir ja nicht umsonst erzählt, was du machen kannst. Ne? Vielleicht ist es ja genau da. Oder ist es hier direkt irgendwo? Ich sehe, wenn da eine Wand springt. Es gibt nur einen leichten Hinweis. Zum Beispiel einen Teppich. Zum Beispiel ein Corona, der ist der Sache. Oder ein Grasbüschel in Pfeilform. Alles sehr massiv. Dann geh ich geradeaus. Dann nur eher nicht.
Aber auf der Karte ist auch nichts eingezeichnet. Weil auch Geheimgänge sind auf der Karte gezeichnet. Eben. Weil du geheim sind, sind Geld. Ja, die Freunde sind auf der Karte. Irgendwann, wo gibt's hier einen Schlüssel? Es muss hier irgendwo einen Schlüssel geben. Da oben ist auch noch eine Fackel. Mein Gott, ey. Ich gehe die Fackeln hier nicht aus. Doch. Doch, die gehen raus. So, das, das sind nur die mit dem mit der festen, vollen Stab. Die gibt's nicht mit so Massivholz und diese komischen Dinger, wie sie jetzt aussehen. Ich würde vermuten, mit Feuerpfeil da durchballern. Aber. Das heißt, mit Pfeilen so gefreit. Ja, ich meine mit normalen Pfeilen. Ja, aber das Feuer da hinten zündet die nicht an. Das haben wir jetzt ja schon mal ausprobiert. Ja, du müsstest jetzt irgendwas haben, was. Ja, nee, das du müsstest halt, wenn da vielleicht. Diese Feuerwand haben wir schon zweimal geschossen. Ja, aber von dem Stein aus. Von unten vielleicht, dann kannst du ja unten stehen. Wenn du, schräg, wenn du dann da unten stehst, schräg rechts, musst du so eigentlich die Fackel sehen. Ja, wir haben noch das Feuer geschossen. Das ist doch nicht der. Das war vor uns. Das war? Nein, doch. Da haben wir noch nicht geschossen. Doch. Also ja, da bist du noch dann zweimal. Ja, aber da hast du von deinem Stein aufgeschossen und der Stein ist auf der gleichen Höhe. Ja, aber der Pfeil geht nicht an, wenn du da durchschießt. Auch nicht, wenn du näher dran gehst, ne? Nee, nee, ja. Natürlich. Das ist nämlich kein Feuer. Das ist eine Feuerwand. Vielleicht musst du dich selber brennen machen. Ja, dann kann ich dir nur noch empfehlen, dir irgendwo Magie zu besorgen und von dir nochmal verbinden. Ja, damit. Überlegt. Überlegt, genau. Oder direkt am Eingang oder aber Ausgang halt, kommst du da mit ist die Fackel, genau am anderen Ende von dem Raum, da oben drauf sind zwei Fackeln. Ja, rechtzeitig anzünden muss. Ja. Sehr aber heavy. Diese dicken, massiven kriegst du ja eh nicht angezündet. Ich glaube gar nicht, dass das Fackeln sind, oder? Ich glaube nicht mehr hier oben, jetzt ist man ja hier relativ hoch. Okay, oder ich muss rechts abdrehen, oder? Aber gut, das Masterquest kann schon sein. Oder geh mal die Mitte und guck mal hoch, was da ist. Mal oben was sehen kann. Also es ist auf jeden Fall hoch. Immer besser. Ich habe noch keinen Bock drauf. Das sind keine Fackeln, ne? Das sind ja wie Säulen. Also. So, dahinter war jetzt der Raum. Thank you.
ob es jetzt Magie gibt. Ja. Na, das schaffe ich doch nicht. Auch rechtlich viel. Ich weiß ja nicht, wie lange die anbleiben. Vielleicht bleiben die ja 8 Minuten an, die Fackel. Am besten nutzt du dir direkt nochmal welche. Zurück. Jetzt. Ist ja gemein. Sonst bleibt immer alles stehen, ne? Und zurück. Das macht einfach nichts. Ja. Doch, guck mal, das sind Leute, jetzt einmal das mal gut. Du musst mit dem Interhaken überall. Weil das zu steil ist. Du sollst dann schnell mit Gitterhaken auf die andere Seite rüber. Ich noch fast auch. Mal gucken, wie lange die noch da bleiben. Vielleicht bleiben die auch. Ja, aber da oben, die Tür bleibt nicht auf. Aber du kannst jetzt ja. Von oben mit dem Interhaken hin. Genau. Dann kannst du da oben noch anmachen. Dann gucken, ob man die da rechts kriegt. Die da so oben war. Ja, oder die rechte. Wunderbar. Ja, bleib mal schön. Das wäre mal das Beste. In die Ecke vom Raum schön an und warten. Und einfach 2 Minuten stehen bleiben. Und trotzdem noch von einem getroffen werden oder so. Der dann von der anderen Seite auch nochmal kommt. So. Da brennt es abwechselnd mal. Es ist doch ein sehr, sehr schöner Raum hier. Nicht schlecht. Vielleicht musst du hier gucken, ob die Wand wohl ist. Wenn sie wenn die immer in der Mitte holen, so zu mir, ne? So. Ich höre uns Mittel. Ja. Deswegen ja die Frage. Wie der Dunkelheit? Keine Ahnung. Eispfeile. Aber ich stehe gerade auch nicht zur Verfügung. Nee, die explodiert eher an dem Feuer. Das ist, glaube ich, eine Explosion. Die ist ja gerade eben auch durch, da durchgebrannt. Jo. Oh, dann mach mal. Ich weiß nicht. Ja, mach mal. Das können wir auch probieren.
Schwung zu fallen, ist eine Krabbelmine weg. Er hält sich im Bett für den Schaden. Vielleicht der Stein der Verhütung. Ja. Gut. Durchgehen kann ihn auch nicht so richtig gut, ne? Dann ist es gut weggeflogen. Ja, ist da halt immer vom Feuer. Wenn du ein bisschen näher rangehst, mal oben an die Decke gucken mit dem Enterhaken. Und da was ich hochziehen kann, rüberziehen kann. Ja, ja, das ist ja auch mehr super. Na gut, das war. Hä? Ah, eine Fee. Toll. Wo ist sie dir? Ja, wie? Im Hinterhang. Ernsthaft? Nein. Wie ist aus? Gib nichts zu verlieren. Ah ja, stimmt, das ist eine Holzkiste. Stimmt, dafür war ich gefangen. Jetzt hat er einfach noch geschafft an der Holzkiste. Ende der große Schlüssel. Sieht zwar kaum metallern aus, aber ist eindeutig eine Holzkiste. Und durch Feuer durchziehen gehen. Hätte man dann auch oben an die Fackel dran gekommen? Nee, eigentlich nicht, aber du kannst dich jetzt wieder ausschießen an die an der anderen Fackel müssen wir nicht gehen. Weil ich meine, die normalen Holzfackeln waren nicht, dass du dich dran ziehen konntest. Also so wie die jetzt aussehen. Deswegen steht da auch eine in der Mitte. Oder auch nicht. Doch. Tut ihm zwar weh, aber jetzt zieht sich einfach trotzdem durch. Ist ihm egal. Also wieder raus. Ja. Nehmt die Maschine. Ding ist auf Wahrnehmung. Guck mal nach oben links, da wo die andere Fackel war, ob man die jetzt auch hochziehen kann. Ah, da brennt. Ah, die ist auch irgendwie mit angegangen anscheinend. Jetzt hast du Masterschlüssel. Aber uns fehlt noch ein kleiner Schlüssel. Und weiter zu kommen. Guck mal, ob jetzt bei der Feuersäule, also da wo ist das Feuer angemacht, das ja, genau. Ding ist. Das ist da jetzt auch so ein Ding gekommen. Ich soll um die andere Feuerwand drüber kommen. So. Was denn? Ja, geht. Ich dachte, du wolltest dich jetzt einfach mit dem Fanghaken drehen. Ja, da oben kannst du schon. Da ist ja sonst aber anscheinend noch nichts. Aber um über diese eine Feuerwand jetzt da drüber zu kommen, ist da irgendwas. Hallo! Ist aber immer erst los, wenn es gerade wegfährt. Schieß dich mal auf das Ding drauf, dass man sich da jetzt dran schießen kann. Und darauf hat man dann den Lock relativ gut Überblick. Ja, ich muss mal nach vorne gehen. Ich komme nicht so weit. Ich meine, die hat nicht genug Holz, ne? Ja, ich meine, das sind echt diese fetten, komplett fetten. Ja, du hast doch einen Beifahrer einfach so. Fahrt's eben ab, bis er jetzt zurückgefahren ist. Dann kannst du noch ein bisschen nachgeholt werden. Schön, ich fahre einfach nach rechts. Beim Masterschlüssel mit Leinen. Guck dir doch mal die Wand an, die da hinten. Ja, die sieht schon ein bisschen merkwürdig aus. Oh, geht ab! Ah! Ah. Jetzt okay. Ja, sorry. Ich weiß nicht, ob du da eine Bombe hinlegen musst. Oder mit dem Hammer. Dann musst du da mal mit dem. Mit dem Schwert hauen? Mit dem Schwert? Mit dem Schwert gucken, ob es hohl ist. Mit dem Schwert? Mit dem Schwert? Ja. Okay, dann mach ich das. Nein, das ist hohl. Dann ist das meines Artefakt der Goron. Oder Relikt oder wie auch immer. Bomben wäre echt zu kurz. Und eine Tür. War doch simpel. Und es ist noch einer von den kleinen. Ach, die andere Seite. Die Fackel an. Rechte Seite. Ja, ist ein bisschen nervig.
Quatsch. Ohne Spelling, auch wenn ich anfangen muss, mir sagen. Ich mache mal mein Ende, ich bin frei. Lass mich dir Dank dafür etwas verraten. Einige Schalter dieses Tempels lassen sich nur mit Gewalt aktivieren. Ja. Es ist gut, dass du es bis dahin nur dreimal gebraucht hast. Da sagt der Spieler, dass das richtige Rundkrieg hilft sein. Ja, aber eben war es das Artefakt. Welches das Relikt auch gesagt? Nein. Mensch, könnte das Relikt da ausdrücken. Das Relikt ist der Hammer, das Artefakt sind die Bomben. Da ist er doch schon. Du sagst, das wäre schwierig. Ja, ich fand sie in den kleinen Schüssen. Das ist echt ein bisschen simpel eigentlich. Ja, die hätten mal Rätsel einbauen können. Die Annie mag doch Rätsel. Ja. Eben. Sowas. Aber jetzt kannst du einfach gehen. Geh einfach dahin. Einfach überall rüberhüpfen und dann gehen. Dann schaffst du wieder nicht. Zur rechten Seite. Entschuldigung. Oder zur rechten Seite? Ja. Der kann auch über die Brücke gehen, oder nicht? Nee, die ist ja kaputt. Der kann auch da rüber springen. Doch ganz kurz, das reicht. Aber versuch's. Und mit Schwung. Das geht. Locker. Locker. Also, da noch viel Luft nach oben. Nach oben. Nach oben machen wir Luft. So, das sieht simpel aus. Da ist ein Block nach oben. Ich glaube, da muss man drauf. Wenn der wieder runterkommt. Da ist er. Glücklicherweise brennt er nur ein bisschen. Ah, ist auch noch rutschig, damit man nicht mehr rauskommt. Nein, du bist jetzt da drin gefangen. Ja, ich wollte nur nicht ins Feuer da. Nicht? Ah, war klar. Das lag dem doch geht nicht. Geht nicht. Wie immer. Naja, ich glaube, du musst an der Wand beim Klettern an. Ja, oder kannst du an dem blöden Gitter da beim Klettern? Natürlich. Wenn ich daran, wo denn sonst? Und? Jetzt nach links. Ich glaube, wenn man das andere links, aber wie geht's? Hallo! Ist ja auch egal. Ja, kann er sich auch an der Decke hangeln? Kann ich das auch? Ich meine schon. Nein, das war mal. Der musste abspringen. Nein, läuft nur herab. Ja, bei so oder draufklettern. Warst du nicht? Ja, einfach höher klettern. Ey, ernsthaft? Ja, einfach ruhig. Und schon geht das. Und links. Ganz langsam und nach links. Und du läufst doch sonst auch immer auf den Zäunen rum. Auf jeden Zaun kletterst du erstmal drauf. Ja, aber da habe ich meine dann nicht so einen Grund. Ja, hier ist ja kein Abgrund. Man hätte sich wahrscheinlich auch an die Fackel hochschießen können. Nein, aber das wäre es einfach nicht. So, da muss ich jetzt gleich... Und den Ederhaken kannst du ja... Ich würde sagen... Guck jetzt zur anderen Fackel rüberschießen. Wenn er hochschießt, springst du rüber. Erstmal gucken, ob der... Auf dann jetzt! Bein, ob auf jetzt der will ich! Seite jetzt will ich! Und auf der anderen Seite ist nichts. Also... Nee, ich muss warten bis... Bis der losfährt, ne? Ja. Was passiert? Das, was jetzt gerade passiert ist. Hätte auch mal früher sagen können. Hab ich schon. Nein. Da kommt er mit den Geheimnissen, kommt der Rest, ey. Ja. Hinter um die Ecke. Ja, Navi mal was dazu zu sagen. Ich hab noch ein Herz. Ein Herz. Würde ich mitnehmen. Es ist so romantisch. So, wann muss ich? Wenn der losfährt. Ja. Damit du nicht wieder runterfällst mit dem scheiß Ding. Normalerweise, ich weiß nicht, ob es klappt, aber wenn sie einfach. Ja. Perfekt. Hast du überhaupt eigentlich geklappt. Ich würde gerade alternativ abspringen. Oder nochmal stehen bleiben. Und nochmal noch runterfahren. Nochmal noch einfach. Ah! Du hast kurz Angst, dass du runterfällt. Ich will den besten passieren. Ich glaube, es ist ein Raum. Ein grüner Raum. Aber. Und Wasser ist. Er sieht so gar nicht so ganz so gefährlich aus. Nee, es ist kein Wasser, es ist nur. Kanidia. Trockene Lava, keine Lava, keine Ahnung. Okay, erstmal umgucken, was hier so gibt. Viel Steine. Feuer. Feuer? Da musst du hier mit dem Hammer drauf machen. Meinst du? Nee, ich glaube nicht. Aber es könnte sein. Ich glaube, ja, dass da irgendwie ein Stein runterfällt, den du da noch verschieben kannst. Oh, ja.
Eine Bombe ähnlich. Ach, du musst eine Bombe machen. Was ist das denn schon wieder für ein Gerät? Schön, eine Fackel. Sieht aus wie eine Fackel. Man weiß das nicht. Vielleicht mal anzünden. Ich glaube, da rechts ist ein Gitter zum Hochklettern. Wenn du wieder runter gehst. Das hier jetzt links. Nein, das ist nur da oben. Heißt, wir müssen noch irgendwas runterholen vorher. Dann die, der macht hier Schieße. Schieße geht. Ah! Andi hier mit den Ideen. Das ist aber eine gute Idee. Eigentlich. Ja, die ist ziemlich gut. Klappt aber nicht. Aber funktioniert nicht. Siehst du, ich hab doch gesagt, die Idee ist gut. Die Idee ist gut, aber die ist scheiße. Die scheiße. Haben sie das rausgemacht oder ging es früher auch nicht? Jetzt muss ich mir überlegen. An die Fackel geht. An die Kletterpflanzen kannst du dich anschließen. Ja, ne, ich glaube, das geht da nicht auch. Ja. Na, ja, dann musst du dir noch was anderes auslegen, Adi. Feuer? Feuer, Mann. Einfach mal ein Feuer. Aber ich bin da überall total gegen. Das ist das erste Mal, wo du Feuer brauchst in dem Level. Ja, einfach mal Feuer. Also, unter dem Punkt ist echt aufgeschmissen. Gucken, ob es angeht. Da geht's an. Und es macht was? Ah, es macht ein Dranhängeding. Dort, wo du ihn nicht brauchst. Doch, da brauchst du ihn. Ey, jetzt kannst du da hochklettern und du musst den Block möglichst weit oben treffen, damit du hinterher draufkletterst und nicht runterfällst. So. Jo. Ups. Und jetzt kommst du von da aus nämlich auch weiter. Das ist ja Wahnsinn. Und höher. Oi, ja, war aber nicht wahr, da fällt doch, noch ein bisschen runter in die Lava. Wenn ich verbrenne, kann ich in die Kette. Das ist doch nur ein kleiner. Das ist ein ganz... quasi ein Drache. Ganz harmloser. Der ist richtig gemein, der Drache. Guck ihn dir an. Wie gemein der ist. Gegen den hast du schon gekämpft, da warst du klein. Navi möchte dir was erzählen. Oh, die ganzen Tipps. Habe ich aber auch ein bisschen erschrocken, muss ich sagen. Hatte ich jetzt gerade nicht mit. Auch so sehr, oder? Also so sehr, nicht. Aber erschrocken. Guck mal, ich muss mich noch hochschießen lassen. Vorsichtshalber erstmal schon schön, man weiß ja nie. Sonst so ein Stein fällt einer von der Decke. An Steinen geflogen. Irgend so ein verrückter Typ. Wird morgen gefunden. Es wird jedes Gesicht erstmal abgeschossen. Was sind da für Räume hier? Richtig große Räume. Also erinnere ich mich schon an die, aber ich weiß nicht mehr genau, was da abging. Ja, zumal ich das ja hier auch jetzt geändert habe. Ein kleiner! Boah, der war gut! Ich hab das Gefühl, ein Rassler macht so ein bisschen aus innerlich. Ja. Erschreckt sich nur ein bisschen. Ich war auch ein Gemeiner, ne? Kam von oben. Wie gemein. Nein! Der war gemein! Hast du ihn gesehen? Wir sitzen hier nur. Und unterstützen diese Augen mental. Geht drin, ne? Geht ja. Noch einer! Mann! Haben sie sich echt. Ich glaube, das ist der letzte Gegner, der von der Decke fällt. Das ist der Tempel. Nein, da vorne ist keiner, da kann es wohl gar nicht gehen. Kann ja gar keiner sein. Was soll das hier? Ja, irgendwo wirst du wohl weiterkommen. Da kommt wieder einer. Oder Navi ist nur hochgeflogen. Navi hat irgendwas gesehen oben. Kämpfe! Guck mal hoch. Was hat's denn? Wo ist er? Oh, wieder mitten im Nix, ey. Kämpfe! Na, da ist wieder Nix. Kämpfe! Das sieht aus wie ein Stolperdraht, der da gespannt ist. Du musst kämpfen, Tommy. Kämpfe! Einer, kleiner! Ja, aber einen schönen Scheißhaun, ne? Ja. Sieht man, dass man Echsen so kennt. Kämpfen, Anni, du musst kämpfen! Leider nur in Lade kann man nicht. Ich glaube, hier ist so eine Skull-Ding hier. Oh, dann ist gut danach, wollte ich sagen. Ja, genau. Damit man da nicht hinkommt. Aber ich meine, hier braucht es nämlich auch die Vogelscheuche, um dann, ja, ich ja, auch an die dran zu kommen. Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass ich hier die gerufen habe. Das habe ich doch gar nicht gemacht.
Ich war das. Du warst es? Ja. Der Lars war wieder hier. Kevin, ich hab völlig die Orientierung verloren. Hier ist noch irgendwo ein Gegner. Da ist er einer. Jetzt wird ein kurzer Prozess gemacht. Eben jetzt wird der jetzt. Hass ist endlich da. Jetzt wird gar nicht mehr verhandelt, wird direkt aufs Fresse hauen. Da hinten meine Tür, hinten meine Tür, hinten meine Tür. Wo? Oh. Da rein, da geradeaus. Da geradeaus. Ja. Ist nicht umdrehen. Da. Ja. Also. Super. Ja, da ist ein Gegner. Da kriegen wir was? Ja, da kann man bestimmt irgendwie rein. Sorry. Das haben wir gerade eben schon gesehen. Ja, ihr habt das gerade schon gesehen, ich nicht. Zu langsam. Warum Gegner denn geschrien? Ja, doch. Ja. Genau. Schreien, da kann man her, ne? Ja. Da war das Gesicht. Richtig. Das Gesicht des Teufels. Nochmal gegenschießen. Vorsichtshalber. Moment, Moment, das klang komisch. Vielleicht sollten wir da nochmal gegenschießen. Mach nochmal. Oder mach direkt eine Bombe. Mach nochmal, mach nochmal. Ich bin dafür, da nochmal gegenzuschießen. Das klang komisch. Klingt schon ein bisschen merkwürdig, oder? Muss man eine Kamera draufhauen. Warum auch nochmal gegen, genau. Oder der zeigt einem an, du musst Feuer machen. Aber ich hab bis jetzt nicht gebraucht, den Tempo. Hörst du? Keine Ahnung. Gesichter klingen komisch. Vielleicht zeigen aber auch die 7 Millionen Flammen drumherum an, dass man Feuer machen soll. Vielleicht zeigen die Flammen aber auch, du sollst den Flammen folgen. Oder die sagen dir, du bist ein Flammentempel. Nein, ich glaube nicht, dass es so ist. Ich schon. Auf jeden Fall enden die da. Das ist aber nur, weil die keine schrägen Flammen haben. Weil der Flammenteufel aufhört, Flammentempel aufhört. Weil es nachträglich eingebaut wurde. Weil es voll schön ist. Auch das. Vielleicht da links ist da nicht Holz gewesen. Da oben. Nee. Das ist eine schöne Fackel. Aber da müsste man ja oben, wenn man einen Schlüssel hat. Und den bräuchten wir dafür. Also ich liege da oben direkt den Schlüssel daneben. Was oft so. Die haben abgeschlossen und den Schlüssel fallen lassen. Ja. Nee, die haben eine Truhe gelegt. Oder? Die haben den unter eine Truhe gelegt. Haben gesagt, ha! Da kommt eh keiner drauf. Da kommt keiner drauf. So, kluge Tipps. Ja, sich mal umgucken. In der Ecke, in dem Raum werden wir wahrscheinlich noch nicht gesehen. Sich mal systematischer umgucken. Vielleicht die Wand mal ein bisschen malträtieren hier an den Seiten. Vielleicht hat man was zu sprengen. Guck mal, die ist dahinter. Siehst du das? Die ist echt dahinter. Also muss ja irgendwo. Da! Da ist das schon richtig, Ami. Bumm! Vielleicht mal mit einer Deko-Nuss draufwerfen. Du mit deinen Deko-Nüssen, ey. Kann man nie brauchen. Das ist die einzige Waffe in dem ganzen Spiel, die wir nie brauchen. Doch, wenn er noch Nüter macht. Haben die aber nicht so angezeigt, ne? Das ist auch noch so ein Viech, was man nicht mal kriegt. Das ist wahrscheinlich nur. Das macht Geräusche. Das lockt dich an, ja. Mit Gewalt! Immer mit Gewalt. Nee. Ah! Guck mal, wie nützlich! Das, ja, das soll wahrscheinlich anzeigen, genau, dass sie überall ist. Ah, guck mal, wie viel das gebracht hat. Ist das oben auch noch irgendwelche kommen? Hm? Nein, da kommt keine Schreie. Da kommt was viel Fieseres. Da kommt nochmal der mit der Axt gleich. Ja, da kommt mal der richtig dicke Axttyp, ey. So. Zweimal. Ja, nicht? Weil da ist ja der Schlüssel. Also wenn ich mich recht erinnere, kommt der irgendwann echt mal zweimal. Ja, der kommt doch nochmal. Ich will nicht, dass der nochmal kommt. Aber nicht mehr heute. Nee, der kommt ja auch nicht alleine. Der kommt dann wenigstens mit seinem Bruder. Nee, die kommen jetzt zu zweit. Der kommt der Feuertyp und der Axttyp in einem Raum. Nein, geh die Party ab, ey. Die wünschen nur ein bisschen Spaß. Wo geh die Party ab? Geh die Party. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. So, das war's hinter. Hinter ist immer super, weil kommt man nicht dran. Ein dünner Fall. Hallo, guten Tag. Hast du gut gemacht? Tada! Tada!
Machst du mal. Oh, alle hopp. Kaputt rollen. Mir kaputt rollen. Nein, auch kaputt rollen. Ich frage mich gerade, wo immer die Kisten wieder gebrochen werden. Au. Ah, nehmen wir die Kiste. Komm, Schlüssel. Nee, bestimmt nicht. Nein, Bomben! Wahrscheinlich gibt's hier noch mehr. Irgendwo ist noch was. Finde ich gut. Ich glaube, das, was ich von der Fackel daher gemeint hat, ist wirklich was zum Hochziehen. Also, dass da was drauf ist. Was soll ich jetzt mit den Kisten machen? Gar wegwerfen. Ich meine, die kannst du zerschlagen. Ja. Vielleicht kommt irgendwann mal ein Schalter, wo wir sie brauchen. Vielleicht machen wir sie noch nicht kaputt. Gut, gehe ich jetzt also wieder runter. Oder kaputt machen. Hau erstmal hier oben gegen die Wände. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo du auf der Karte sein könntest. Vielleicht musst du nochmal gegen den Schalter hauen. Okay, jetzt sind sie kaputt. Ja, wenn es wieder gegen den Schalter ausgeht, entweder die Tür zu oder der bleibt. Oder es passiert drauf. Irgendwas. Ja, mach mal. Aber ich meine, der bleibt aktiviert einfach. Ja. Gut. Und also wieder raus aus dem Raum. Ja. Kann irgendeiner Karten lesen und erkennen, wo wir auf der Karte sind? Da ist die Welt wieder reingekommen, selber. Ja, das ist voll ein Zeichen. Aber ich würde sagen, ich hätte gesagt, jetzt wieder hoch, wir sind gerade und gehst zu der Tür, die verschlossen war. Rechts oben oder links unten? Ich würde auf rechts oben tippen. Das können wir auch sehr gut links unten. Ja, aber ich weiß auch nicht. Als das Tür offen ich würde sagen, das ist links unten tatsächlich. Guck mal, ob man vielleicht daneben. Müsste eigentlich hohl klingen, dann besser nicht. Geh zu der Tür, die verschlossen ist. Ich meine, du kannst da links hoch oder rechts. Wichtig ist, dein Tür ist. Jetzt nicht den Überblick verlieren. Oh, da ist. Ich sehe das Loch schon. Bei dem anderen Ding da drüben. Was? Zum Rand schießen. Das jetzt gerade. Ja, jetzt nach links. Hüpf mal rüber. Ah oh ja, ich sehe es auch. Da ist ein Riesenspalt im Boden. Ich weiß ja trotzdem, du kannst dich da rechts, links jetzt auch noch hochklammern. Ja, ja, der ist penibel, ne? Ja, er ist halt nicht so lang. Kann ich alles so langsam ja. Okay. So. Nicht hin. Bombe oder Hammer? Ja, Bombe. Jetzt hat gerade ganz subtil ein paar Geschenke gekriegt. Oh, schnell weg. Oh nein, ich werde mal die Luft jagen. Das ist immer unangenehm. Ein Gitter. Da soll ich den wieder runter? Ja, klar. Ja. Einfach springen. Komm mal springen. Dann überlegt man auch nicht so lange. Oder klären. Aber du kannst auch auf Verkrab drücken. Ja. Ganz überlassen. Aber es dauert viel länger. Und vielleicht nimmst du sogar gar keinen Schaden. Du hast Angst. Und du hast die ganze Zeit Angst. Und ob es das wie er ist. Erstmal schön. Geld. Ich höre einen. Ist das eine Liebe? Ich glaube, ich hinter Gitter. Ich glaube, das ist ein Lieber. Den habe ich extra hingesperrt, weil der so lieb ist. Weil der so lieb. Oder der ist in einer der Kisten drin. Wer hat viel Scheiße? In der letzten. Immer. Möglicherweise. Immer so. Oh, den harten Kopf, der singt, ey. Hilf das dann, Schalter. Mach mal auf. Ja. Guck mal, die Bombe drauf legt. Guck mal, was dahinter ist. Warum sieht einfach viel cooler als der andere? Jetzt geht die Tür auf und jetzt kommt ein kleiner. Den kannst du auch mit dem Hammer machen. Braucht ihr nur einen Schlag? Ja, ja. Muss nur gut abpassen. Ja, sehr gut, der Kompass ist da drin. Oder den Schlüssel. Nein, Kompass wäre gut. Schlüssel ist heute klein. So. Endlich Überblick. Endlich eine Karte, wo man drauf erkennt, wo man ist. So, wo ist der Fiesenberg?
Ach, das ist hier wieder. Mhm. Gut. Hast du uns was gebracht? Jetzt haben wir einen Kompass. Wir müssen wieder hoch. Ach, da ist er doch. Wir machen mal einen auf. Kleiner. Die Beine, die sind verwirrt. Ich will es nicht mehr. Alter, was für ein Trickser, ey. Hüpft er einfach rüber. Das ist ein wahrer Könner. Aber hat er ja. Ja, auch wieder zu weit. Ja. Nein, das funktioniert. Ja. Bin zu weit weg. Das ist ein Nahkampfer. Was hat denn das jetzt überhaupt für Sinn, dass ich hier durchklettern? Ja, müssen wir da oben weiter. Da oben ist die Tür mit dem. Ich hätte aber oben hochklettern können. Nee. Nicht? Kommst du eben nicht dran? War das Problem. Deswegen haben wir hier die Fackel angezündet, damit das Ding wegkommt. Ja, aber das war ich gerade aufgemacht, eigentlich. Ja, das hätte sein, das hätte auch machen können, das stimmt. Da ist ein Tor, siehst du da? Jetzt sehen wir auch, wo die Kiste ist. Ja, hinter dem Ding, wo Gitter vor ist. Mann! Da haben sie aber nicht, da haben sie auch nicht mit gespart, ne? Nee. In diesem Schockmoment. Jetzt ist das für Resident Evil. Ja, das ist ja verrückt, hätte das immer. Könnte sein, dass da der Schlüssel ist. Vielleicht oben drüber? Vielleicht kommt man da hoch und dann drüber? Ja, vielleicht findet man den Raum rein in den blöden Raum. Oder irgendwo ist halt noch ein Schalter, den man rutschen muss. Wirst du von der Bombe rein, wenn es Glück und explodiert ein Schalter hoch. Guck den mal von oben. Hm. Mein Gott, was ein müder Verein hier. Ja. Da, guck mal, da oben, siehst du das nicht? Ja, aber. Jetzt muss ich da hoch. Hoch. Ja. Kommt halt noch mein Stieger. Oh mein Gott, das geht weiter. Meiner links oben ist nämlich auch eine Tür oder so. Okay, man muss jetzt auf jeden Fall Vorsprung, ne? Ja, ich glaube, man muss sich jetzt fast wirklich vor die Tür stellen, die hier verschlossen ist. Und von da aus gucken. Da ist auch noch eine Zutür. Da oben, guck mal, kannst du hochgucken? Das sieht aus wie eine Fette. Nee, da ist man nicht. Kannst du gar nicht mehr sehen. Den Vorsprung ist man nicht was. Oder man macht einfach mal Feuer. Ich hab noch eine andere Idee, wenn du gerade mal auf die Karte guckst, siehst du, dass da noch ein Weg irgendwo reingeht, den wir wahrscheinlich noch nicht geöffnet haben. Ja, da ist weil du warst nämlich, wenn du oben auf die Karte, also auf die Karte guckst, im Norden, in dem rechten kleinen Raum warst du und links ist ja noch ein ganzer Aussparung. Ich vermute mal, dass du noch. Erstmal Spaß hast. Die sind aber gemein, ne? Ja. Aber du kannst ihn einfach da unten stehen lassen. Dann kommt er irgendwie hoch. Aber der schreit da rum. Der schreit da natürlich die ganze Zeit rum. Ja, guck mal hoch. Du kannst doch mit dem Interhaken einfach runterschießen, bis der tot ist. Achso, nicht? Mit dem Interhaken runterschießen. Nee, ich meine. Den Schwachsinnsvorschlag oder? Deinen. Guck mal hoch. Wo war denn jetzt das Ding zum eben dran schießen? Ja. Das ja. Gesehen hat. Links. Links, eigentlich. Nur links. Da. Ja, das ist zu weit weg. Da gibt es keine Position hier, wo du. Doch, von dem Ding da, oder? Ja. Du gehst auf das Teil hier drauf, dass du jetzt vorstehst. Und jetzt spielst du mal die Hymne der Zeit. A runter rechts, A runter rechts. Okay. Rechts. So. Ey, es wäre aufs Gleiche hinausgekommen. Mom. A und rechts, A und rechts, A und rechts. Hättest du es dreimal gespielt, wäre es auch da rausgekommen. So, wie es immer gemacht. Das war einfach nur zu kotzen, oder? Es war so logisch. So, dann kannst du jetzt schön hochklettern und von da aus kommst du jetzt auch da dran.
So, jetzt noch mal einer sagen, das wäre schwierig, das geht's nicht. Jetzt komm ich nicht mehr mit. Jetzt kommst du nicht mehr mit? Obwohl angezeigt ist der Block da erscheint. Navi ist da die ganze Zeit hingeflogen und hat grün rumgeleuchtet. Und wenn die grün leuchtet, ist sie entweder Hai oder die will was. Ja. Also Stoff. Also hätten wir die mal fragen können. Nee, das sagt die dir nicht. Wir sagen, ist das jetzt überhaupt klar? Das ich sag doch gar nicht mehr Linguisten. Wahrscheinlich nicht. Jetzt haben sie immer umgelehrt. Haben sie es ausgenommen in der Masterquest, was sich da alle drüber beschwert haben, die Ocarina of Time gespielt haben? Weiß ich nicht, vielleicht. Oh, weiter geht's. Ey, ich sag nur Wissen noch. Wissen! Ja, genau, jetzt das ist auch so. Irgendwas hat sie jetzt wieder gesehen. Oh. Was ist das? Rennen. Mit irgendwas einer Fernkampfwaffe ist vielleicht besser. Nein, jetzt schlagen. Ja, das kriege ich jetzt noch voll. Wir haben noch eins angebrochen. Weiß nicht. Sieht aus wie etwas, was man betätigen muss. Oder wo Feuer rauskommen kann. Noch laufen sparen. Fliegt die immer noch zu dem komischen Gesicht hin? Ja, das kannst du anvisieren. Du kannst das Gesicht immer anvisieren. Jetzt sagt's auch, was jetzt ist. Was mag das sein? Wir müssen da gegenschießen. Was ist jetzt passiert? Ja, was sieht man hier? Laut der Kamera. Ist der jetzt weg? Der Block? Nö. Ich will ja sagen, was ist passiert. Ist auf jeden Fall eine Fee rausgekommen. Die blöde Fee. Die ist wieder da reingeflogen. Oh Gott, egal, wenn's, weiter. Wenn es hier nur die Biene geben würde, hätte ich wieder einfangen kannst und die dann zu Gegner fliegen. Was? Das war der Hammer. Bienen. Wenn du die. Gab's auch, die konntest du in einem Spiel mit der Flasche einfangen. Und dann konntest du die freilassen, dann haben die für dich gekämpft. Okay. Macht das jetzt hier oben überhaupt Sinn? Ja, macht alles Sinn. Macht an, wo du hinkommst und was machen kannst, macht immer Sinn. Hol den Knopf durch. Ja, drück den mal. Kniff drücken ist immer gut. Und da passiert das. Wenn du runtergehst, und jetzt schnell. Zeit. Wie jetzt schnell? Ja, schnell. Ich hab mein letzter schon TikTok. Du machst TikTok, also beide. Ich glaube, mit Rennen musst du schießen. Ich kann schon vergessen, jetzt zurückgehen. Ja, aber man kann ja wenigstens versuchen. Ja, du kannst jetzt von unten direkt probieren, ob du von dem Schalter auf da hochschießen kannst, Ami. Da hast du den halben Weg eigentlich schon geschafft. Dann guck, geh mal erstmal bis da und guck dir an, was du da machen musst damit. Da hochklettern. Ja, ich würde mal fast vermuten, dass du den Block irgendwo hinziehen musst. Die Frage ist halt nur, wohin. Oder einfach nur raus aus dem Feuer. Ah, da ist ein Schalter. Drück mal erstmal den Schalter. Da scheint irgendwo wieder so eine Spinne zu sein, ich hab's gehört. Weißt du? So eine kleine? Da fällt Ohr für.